Ja, Jungs und Servus zurück auf Football Wars. Wie gesagt, wir kommen heute zu einem neuen Video und zwar zum Best of meines Turniers. Ja, ich will nicht lange rumfackeln. Am Ende war es das Halbfinale, was uns das Genick gebrochen hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Let's go, viel Spaß, bis dahin. Schade, an diejenigen, die nicht am Start sind, macht euch nichts raus. Ich werde vielleicht nochmal ein Turnier veranstalten in 2021. Im Jahr 2021 werden auch ein paar Turniere kommen. Deshalb seid nicht traurig. Seid geil, folgt mir sehr gerne auf Instagram, auf Twitch, aus meinem Zweitkanal. Folgt mir dort überall, damit ihr nichts verpasst, wenn die nächsten Turniere angekündigt werden. Ich bin an der Stelle nicht raus, sondern ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zur Analyse und wir sehen gerade das 1:0 gegen BMF. Jungs, ich habe mich so gefreut. Also ich sag mal so, in der Gruppe, es war wirklich schwer gegen ihn zu spielen. Aber das erste Tor, das war einfach gerade genial gespielt. Muss man wirklich sagen. Wie gesagt, wir kommen jetzt zur Analyse. Und ja, das war auf jeden Fall stark gespielt. Aber wir haben uns dann ziemlich leicht einlullen lassen. Und deswegen kam er gleich zum direkten Ausgleich durch Hernandez Baby. Hat er gut die Lücke gefunden, hat er stark gemacht. Aber vor der Pause konnten wir nochmal Neymar, schöne Flanke. Damals zwar ein bisschen glücklich, aber Jungs, wenn ihr oben in der Facecam gesehen habt, wie ich mich gefreut habe, dann wisst ihr warum. Weil es war ein schwitziges Spiel. Ich hatte eigentlich gefühlt kalte Hände. Ich habe die Rest alles anders geschwitzt und ich dachte, ich verliere das Ding noch. Real Talk einfach, weil es einfach wirklich richtig, richtig fucking spannend war. Ja, aber am Ende hat der nochmal die Riesengelegenheit. Da habe ich nochmal richtig durchgeschnauft. Und dann, nachdem Alisson den Ball lang geschlagen hat, hatte ich auch nochmal so einen Moment, wo ich jetzt den Kopf hatte, gewinne hier. Neymar da mit dem Fehler, dachte ich, der kriegt nochmal den Angriff. Aber ne, pfeift der Schiedsrichter ab. Und wir holen tatsächlich die ersten 3 Punkte in diesem Turnier. Und da war ich dann richtig erleichtert, wo der Schlusspfiff endlich kam, wo ich 2:1 gewonnen habe. Ja, wir springen jetzt ins zweite Spiel. Und zwar ging es dort gegen Black Bull. Der hat uns zum ersten Mal eingeladen in der 3. Minute. Wollte ruhig aufbauen, macht wieder den Fehler. Will dann mit dem Kopf hinten hinspielen. Ja, Aubameyang steht eigentlich immer abseits. Aber er gibt mir halt das Tor und steht 1:0. Ja. Aber dann kam er direkt zurück über Roberto Firmino, setzt sich dort gut durch, hat dann ein bisschen Glück, ein bisschen Luck war Ali so ein bisschen Patz, macht er am Ende stark, muss ich sagen. Starkes 1:1. Ja, es geht aber direkt weiter und zwar haben wir jetzt über Aubameyang stark vernascht, haben einmal angetäuscht, er kommt nicht ran, Aubameyang macht das 2:1. Ja, wir haben uns halt durchgesetzt, aber wie gesagt, seine Aussage ist natürlich immer, die Spieler machen Faxen und das Team läuft nicht. Und dann Neymar stark gemacht. Stark durchgesetzt mit Pepe über außen. Neymar, rein da, Aubameyang, schöner Pass drin. Ja, der Neymar, ja, was will man dazu sagen muss. Er nimmt ihn einfach komplett hops. Er zieht dann halt, wir ziehen halt in die Mitte, das sieht er, aber er zieht die Spieler nach außen und dann, ja, dann machen wir es halt klasse. Ja, dann kommt er nochmal von der Pause. Eigentlich staune ich, dass dieser Lupfer reingeht, weil, ich weiß nicht, was dann Alisson sich gedacht hat, dass er den Lupfer rein ist. Aber stark gemacht. Ja, dann geht's weiter. Hier, Pepe jetzt. Boah, setze dich durch. Dann tippen wir drauf mit Ake in den Haupt. Und dann stark auf Neymar. Klasse Ding für 2. Kann nichts machen. Einfach stark verteidigt. Grätsche, fast gesessen. Hätte die vielleicht gesessen, wären wir eh nicht dazu gekommen. Ja, 2. Hälfte, 58. Macht das stark. Setze dich dort stark durch. Kriegen keinen Zugriff mit Joe Gomez. Neymar setzt sich durch. Macht dann mit ihm klasse. Ja, es geht dann natürlich auch direkt weiter. Diesmal haben wir jetzt den Ball in der 72. Minute. Ja, Neymar, ein bisschen Glück, dass Lloris den abprallen lässt. Ja, ist genauso ein Lacktor wie vorhin, er bei Alisson. Und dann machen wir die Entscheidung in der Silos Wamangituka, haben wir noch eingewechselt, 79. Noch ein bisschen Spielzeit gegeben, macht das 7:3. Haben wir stark gemacht, schön in die Schnittstelle. Und ja, dann gewinnen wir 7:3 und sind somit in der Gruppe weiter. Und spielten dann im letzten Spiel, weil Dani gegen PMF 2-2 oder 3-3 gespielt hatten, um den Gruppensieg. Und ja, in der 6. Minute ging es schlecht los. Nutzt halt unseren Fehler, spielt halt genau in die Schnittstelle. Aber was dann Alisson macht, da habe ich mich dann wirklich gefragt. Sind wir gut geeignet für dieses Turnier? Da hatte ich dann die ersten Bedenken. Ja, und dann ist es halt unnötig. Er führt 1:0, ich wäre frei durch und er haut mich um. Jetzt mal, es ist zwar ein Turnier, es geht um den Gruppensieg, wir waren beide weiter. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so reingehen muss. Verstehe nicht. Ja, dann halt Serge Gnabry, setzt sich da gut durch, lupft dann halt schön rüber, macht er stark. 2:0 stark gemacht. Schöne Schnittstelle wieder. Wir haben gesehen, wir spielen so
zu offen in dem Spiel gerade. Ganz einfach. Ja, hier, und dann, das war das Lächerlichste. Das ist jedes Mal das Gleiche. Du hast den Ball, er hat ihn gehalten. Aber ist halt die Regel, dann ist es over. Aber diesmal halten wir ihn. Wir waren wirklich Killer im Overhalten, muss man sagen, in den Spielen, muss man wirklich sagen. Del Piero setzt das schön in Szene, ja, und dann swettet er. Ja, was willst du machen? Kannst du nichts machen, ihr seht es auch in meinem Gesicht, ist halt frustet. War halt komplett befrustet, ich war komplett gefrustet nach dem Treffer. Ja, und dann ging es halt über mich her, Ansu Fati schön, ja, Alisson. Muss in der letzten halt abreihen, wer zur Seite hat, das steht alles am Trini und. Ja. Von mir aus hätte man die Jubel auch noch unterspringen können, so angepisst wie ich war. Also in dem Spiel lief alles wirklich, wortwörtlich alles verdammt nochmal gegen mich. Ja, und dann wieder Gnabry, schön, setzt sich durch. Klasse, stark. Ja, hat noch die rote gesehen, ich habe noch das 1-4 gemacht als Torkosmetik, habe jetzt nicht mit reingeschnitten. Und ja, dann macht das halt stark mit Serge Gnabry. Ich sag zwar, er hat verdient gewonnen, aber ist halt unnötig, wirklich. Die rote Karte war dann genauso wie es vorhin. Ja, deswegen hat er verdient gewonnen. Macht das stark. Ja, und dann halt noch. Und dann ging es halt gegen Ochsen. Es ging schlecht los. 7. Minute macht er das 1-0. Dann Aua mit dem in der 17. mit dem Ausgleich. Ich habe mich so gefreut. Du. Wir hatten eigentlich das Spiel relativ gut im Griff, hatten viel Ballbesitz, aber in diesem ersten Spiel, Jungs, boah, ey, nee, ey. Das erste Spiel war so krampf. Wir sind jetzt mittlerweile schon im zweiten Spiel. Im ersten Spiel haben wir 1-1 gespielt und hier stark von Politano. Und ihr seht es in der Facecam, ich lasse hier euch so drinnen, wie es ist. Ihr seht es auch an meinen Gestiken, die ich dort gemacht habe, ob ich angepisst war. Oder ob ich mich da wirklich gefreut habe. Es war einfach unglaubliches Gefühl, muss man wirklich sagen, gegen Ochsen. Es ist das erste Spiel, was wir tatsächlich in diesem FIFA-Jahr gegen ihn gewonnen haben. Und hier Neymar schön auf Politano. Ah, Pope, 2 Meter groß, kommt da nicht ran. Klasse, stark. Stark, muss man sagen. Wir haben ein ganz, ganz starkes Turnier gespielt. Ich bin zufrieden mit meinem Team. Wir haben uns stark geleistet. Ja, und dann ging es halt über Ochsen her, Politano mit dem 4-1. Ja, und dann war der Knockout für Ochsen. Dann war er einfach nur noch angepisst. War er einfach nur noch gefrustet. War, kann man verstehen. Ganzes Turnier schon ein bisschen Pech gehabt und jetzt halt sowas. Das ist halt Pech. Aber Martial mit dem 5-1. Ja, und das sollte eigentlich der Knackpunkt gewesen sein dann. Ja, und dann war es dann halt noch, wenn alles auf einmal kommt, aber dann auch richtig, hier Silas, Wamangituka nochmal und hier Silas, zack, und dann nochmal Politano, zack, zack, und dann eiskalt, Digga. Traumtor, muss ich sagen. GG. GG an Ochsen. Schade, dass er am Ende hier rausgeflogen ist. Ganz bittere Pille. Und ja, dann ging es gegen Luca im Halbfinale. Es sollte ein wirklich schweres Spiel werden, muss man sagen. GG auf jeden Fall an ihn, wenn man das auch ansieht, dieses Video, muss man sagen, er hat stark gespielt. Ja, ich weiß nicht, was man hier noch besser machen kann. Macht halt hier Start mit Ori, lässt mich da ins Leere laufen, legt halt drüber und macht das 1-0. Ja. Ist halt so. Wir haben halt nur solche Tore gefühlt im Halbfinale gefressen, das hat mich dann auch so ein bisschen gefrustet. Aber naja, er macht halt hier super stark. War mit Alisson den Schritt nach da. Ja. Ihr seht es oben, ich war einfach nur noch gefrustet in dem Spiel, zumindest im Hinspiel, wie wir hier sehen. Und ja, das ist halt schade. Aber wir kamen im Hinspiel dann nochmal wirklich, und zwar, ich weiß gar nicht, ob das wirklich selber war, ich glaube schon. Und da, ja, dann haben wir halt mit Neymar die Möglichkeit, hier das 1-2 zu machen. Ich habe erstmal geguckt, ob wirklich noch kein besserer Torschütze, aber Neymar, der muss man machen, aber ich verkacke meistens den Anlauf deswegen. Wir treffen zwar einen grünen Time-Finish, aber eigentlich hätte den Pope haben das. Real Talk, Digga, EA Sports, Digga, den muss Pope haben. Sorry, aber muss halt Pope wirklich haben. Ja. Dann war es das, wir verlieren das Hinspiel mit 2-1, gehen somit ins Rückspiel hinein, wo es schlecht begann. Also für mich ist das beigespielt. Ihr könnt mal sehr gerne kommentieren. Falls ihr hier irgendwas schleiße kommentiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das ist jetzt aus meiner Perspektive meine Meinung. Schreibt gerne eure Meinung drüber, was meine Fehler sind, was ich besser machen kann. Schreibt sehr gerne drunter, ich lese mir natürlich sehr gerne alles durch. Ja, Kenny Deichel schön in die Mitte gemacht, macht das stark. Macht das stark. Kannst halt nichts machen, macht das stark.
Und ja, dann ging es halt weiter. In der 31. setzt sich wieder durch, hat halt hier den Lack und dann gibt es 11 Meter, warum auch immer. Jetzt mal Real Talk EA Sports, Alter. Wofür gab es da den Elfer? Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal zurückspulen und euch das noch mal in der Wiederholung angucken. Weil ich habe die Wiederholung hier geskippt. Könnt ihr gerne mal analysieren. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr denkt, ob das wirklich ein Elfer war. Am Ende war ich dann, habe ich ihn wirklich gehalten und dann habe ich mir wenigstens noch geglaubt, vielleicht machst du wenigstens das 2-1, drehst das Spiel somit, dass es ins Goal and Goal geht. Und ja, es begann auch gut. Starker Pass in die Schnittstelle zu Neymar, starker Lupfer über Pope und drüber. Macht das stark, muss ich sagen. Wir haben auf 4-2-2 dann umgestellt. Haben dann auch nochmal gewechselt, haben Aubameyang rausgenommen, dafür Politano gebracht, so wie Kappa noch. Kappa haben wir später gebracht für die Defensive und haben nochmal Martial über außen gebracht. Und ja, aber in der 56. Minute war es dann der Knockout mit dem 2-1. Ja, und dann sah man auch, dann war ich nur noch gefrustet in diesem Game, weil ja, bis dahin hat er gefühlt nicht so viel. Ach, Jungs, ich war halt, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es war einfach dumm. Und in der 66. Minute war es das dann. Douglas mit dem Dreierpack und dann. Ja, dann war ich nur noch gefrustet und dann lief es halt wirklich nur noch hin und her. Es war aber, Jungs, anders krank, Digga. Aktiv 10 Zuschauer, hier noch das 4-1 in der 75. hatte dann mittlerweile auch noch eine rote Karte, wo ich dann halt absolut einfach nur bad war. Einfach kaputt, einfach schlapp von diesem Turnier. Wir haben 20 Uhr angefangen, bis 23 Uhr das Finale war um 0 Uhr noch irgendwas zu Ende. Digga, Support, checkt auch sehr gerne, nachdem hier das Video online gekommen ist, kommt natürlich noch ein Beitrag online, checkt den auch noch gerne ab. Und ja, das letzte Tor hier, was jetzt gleich noch fällt, das wirklich unnötig hier, Teil, das ist dann halt einfach nur noch die Höhe. Die Höhe ist dann halt wirklich unverdient zum Ende hin. Halt wirklich, der zieht souverän in die nächste Runde ein. GG auf jeden Fall an ihn. Hat er sich verdient, die nächste Runde zumindest ins Finale einzuziehen, im Halbfinale leider gescheitert. Ich hätte gerne aufs Finale gespielt. So ist es das Halbfinale aus gewesen, aber wir haben ein ganz starkes Turnier gespielt und wir sehen uns beim Bandigen des Videos wieder. Ja, also das war's von diesem Video. Wenn es natürlich für mich gefallen hat, dann natürlich sehr gerne einen Däumchen da. Abonniert sehr gerne diesen Kanal. Wie gesagt, leider sind wir im Halbfinale ausgeschieden. Ja, es war ein geiles Turnier. Wir waren konstant 10 Zuschauer ab und zu, wenn ihr nicht gespielt hattet. Es war ein Ehrensupport. Wir haben 3 Stunden noch was gestreamt. Einfach krass. Danke, Jungs, für euren Support. Ich hoffe, der bleibt aktiv so. Wie gesagt, Link zu meinem Twitch-Kanal. Da haben wir einen zweiten Kanal. Da zocken wir andere Spiele, testen ein paar Spiele. Wenn ihr Bock habt, schreibt noch irgendwelche Spielevorschläge vielleicht in die Kommentare. Ob wir vielleicht, wenn wir sie was ansagen, vielleicht hole ich sie mir mal gucken. Wie gesagt, auf Twitch ein paar andere Spiele. Bald zocken wir auch F1 2021 mit Black Bull TV zusammen. Und ja, da würde ich sagen, bin ich an der Stelle raus. Ich würde sagen, macht's gut an der Stelle. Haut rein und ciao.